Einmal im Leben hat mich Autosave nicht enttäuscht. Willkommen zurück zu Witcher 3. Naja, Hardestone. Okay, stellt sich raus, ich kann das Vieh nicht hauen. Warte mal, es zieht aber Sachen ran. Das ist ja interessant, weil kann ich das hauen? Nein, ich kann es nicht hauen. Doch, ich kann es hauen. Es nimmt sogar Damage, wenn ich es haue. Das ist ja schön. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem über. Lasse ist das. Kann das sein, dass die Kröte einfach zu fett ist, um sich zu drehen? Ich denke mal, ich werde das Vieh wie immer mit Ignitod lähmen. Ja. Das scheint hervorragend zu funktionieren. Whee! Und jemand meint ja auch, ich erinnere die Spinne an die. Man kann das Vieh theoretisch auch hauen. Aua. Da passiert nur das die meiste Zeit, glaube ich. Das ist. Na gut, dann kann ich jetzt endlich den Trockenfisch essen, den ich bei Eri nicht gebraucht habe. Es gibt sicherlich noch irgendeinen coolen Trick, die Kröte wie besser zu machen. Also an die Kröte ranzuspringen ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Ich weiß nicht, also die im Nahkampf zu besiegen scheint mir irgendwie. Das scheint irgendwie ein bisschen mühselig zu sein, oder? Wie ich meine. Weil wenn ich die Scheiße mache, dann macht die dumme Kröte jedes Mal das da. Hat die vorne Arme? Oh Mann, die 6 Arme, die Kröte. Meine. Nee. Kann sie knicken, also das ist. Mit Nahkampfattacken mache ich. Also klar, ich kann ihn mal. Ja, komm hier. Ja, und die dumme Kröte jetzt mit Feuer um. Bringt ja alles nichts. Wenn die. Ja, doch, ein bisschen drehen kann die Kröte, aber nicht so viel, ne? Ja. So wie die Kröte. Aua, das hat mich getroffen, wirklich. Also ich muss den Mist also auch ausweichen. Bisschen. Aua! Ja, okay, machen wir so ein Digni. Sorry, Leute, ich hab's versucht, das irgendwie regulär tot zu hauen. Jetzt lame ich wieder rum. Oh. Das ist neu. Ey. Warum macht die auf einmal neue Attacken, die dumme Kröte? Was soll denn das? Naja, altens, 3400 nimmt die von einmal Igni. Also diese Massenattacke, die war auf. Was, da fühlt mich vergiftet. Also Igni zieht das Ding aus, aber ansonsten. Vor allem, was ist das für ein Vieh eigentlich? Weh, dazu gibt es hinterher keinen Bestariumseintrag. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur das Experiment eines Zauberers. Ja, prinzipiell sieht es ja aus. Ja, genau. Ich meine, prinzipiell sieht es ja aus wie eine riesengroße Kröte. Was wahrscheinlich auch genau ist, das ist, was es ist. Eine große Kröte. Lasse sie das. Du wie Kröte. Aua. Ups, das trifft. Geralt, beruhige dich hier. Wir müssen Trockenfisch essen. Ey. Oh, den bin ich ausgewichen? Das ist ja cool. Und. Oh, ich habe 1000 Damage gemacht, wirklich einmal. Wo ich gerade die günstige Gelegenheit nutzen konnte, um zuzuschlagen. Ja, das große Problem ist, wenn Igni nicht entzündet, also, ne? Wenn es nicht ignited. Hui! Aua, wie sehen Sie nix? Oder brennt die. Warte mal, kann das sein? Warte mal, hier gibt's doch eigentlich. Moment, Moment! Mir fällt gerade so auf, es gibt doch hier so einen lustigen, irgendwo war doch hier so ein Giftnebel. Der brennt doch sicherlich auch, oder? Bin mir fast sicher, die Kröte hat mehr Damage genommen, als sie da dran stand. Genau hier, nämlich in dem Zeug hier. Oh oh. Wenn ich mich nicht selber umbringen will, sollte ich das lassen. So, komische Kröte. Schieß mal ein bisschen. Ich brauche Lebenspunkte. Ey, sowas nicht. Ey! Diese dumme, behinderte Kröte! Die ganze Zeit macht sie ihre komische Fernkampfattacke und jetzt auf einmal geht das nicht mehr, oder was? Ach, jetzt auf einmal können wir wieder rumballern. Hallo. Ich sterbe an dieser Kröte. Wahrscheinlich. Ey, was soll denn das hier mit der. Oh.
Na, wenn Geralt nicht immer so stundenlang doch rumstehen würde, wenn er einmal kurz gehauen wird. Ja, diese Wolken kann ich auf jeden Fall ausnutzen. Ich glaube, das sind doch die Gründe, wo die Kröte richtig viel Damage nimmt, wenn die da drin steht. Das habe ich jetzt irgendwie durch ein paar Mal durch Zufall geschafft. Kann das sein, dass die Kröte irgendwie anstrengender wird so auf halbem Weg? Also, den gerade konnte ich dir ja noch relativ locker flockig ausweichen. Das ist. Na komm. Nee. Also, die Kröte weigert sich auf jeden Fall standhaft, ihre komische Fernkampfattacke zu machen. Hör doch mal auf rumzuspringen, mach jetzt deine dumme Fernkampfattacke. Also wirklich. Das war nicht die Fernkampfattacke. Ist ja mit dieser Kröte nicht in Ordnung. Vorhin hat die ganze Zeit, war die nur am rumballern. Und jetzt auf einmal nur Zunge oder was? Ach, na gut. Ist auch ein Nerv, wie diese Kröte. Ach, jetzt auf einmal können wir wieder rumballern, wenn ich Quen nicht mehr bereit habe. Ist klar. Also, wie scheint das auch relativ random zu sein, wo diese... Ja, genau. Wo diese lustigen Pfützen sind. Fernkampf ist eigentlich, ich könnte ja mal einen meiner wertvollen Bolzen verwenden. Das habe ich hier noch, explosive Bolzen. Jawohl. Nehmen wir noch mal einen. Also zwei davon. Oh ja, das bringt es ja total. Hä? Warum habe ich ihn gerade Damage genommen? Ich habe doch eigentlich ein Schild geworfen. Was ist denn aus meinem Schild schon wieder geworden? Ah! Also scheint die empfindliche Zone in der Mitte des Raumes zu sein. Boom! Ein Schaden! Und das waren Explosivbolzen, die so irgendwie 800 Gold oder so das Stück kosten. Oh. Also ich glaube, ich bin einfach nur zu doof, aber das ist... Also die Kröte hat ja auf ihren Rücken so typische Endboss-artige Auswüchse, die man ganz leicht kaputt machen kann. Ja, scheinbar ist irgendwie atmet die aus oder keine Ahnung. Also es ist für mich nicht so richtig ersichtlich, wann die Kröte besonders empfindlich ist. Aber irgendwie scheint sie so Phasen zu haben, wo sie ihr giftiges Gas da ausspalten. Dann kann man halt mehr Damage machen. Na komm, Kröte. Ach. Ich muss nicht mal... Das Ding küsse ich nicht. Oh, das Opfer eines Fluchs war's. Also doch ein Prinz. Aha. Halavat, Galavekar. Wer seid ihr denn? Hey, meine Tränke haben sich wieder aufgefüllt. Das ist ja schön. Wahrscheinlich brauche ich das auch gleich. So, wir befinden uns jetzt wahrscheinlich in Gefangenschaft. Oder auch nicht? Wir sind zumindest nackt. Das ist ja schon mal schön. Wir liegen auf dem Schiff. Das ist ja toll. Wenn wir unsere Hose haben, sind wir noch gelassen. Das ist ja schön. Was geht hier vor? Ach, doch in der Zelle. Das ist ja schön. Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Tja, dann. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen,
dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Tja, da stellen wir ein paar Fragen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Aha. Und? Oh, verdammt, ich hab mich verklickt. Ich bin wieder... Nun, kennt ihr das, wenn man auf der Tastatur so eine Orientierung mit der Maus hat? Mit der Hand? Und ich meine Orientierung war gerade eine Taste nach links zu weit, deshalb habe ich die 2 statt die 3 gedrückt. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Bevor du stirbst. Nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Ah ja. Ja, und Shani? Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Na gut, Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial. Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan. Galavet Kar. Ualbata Gel. Ich habe mich nicht neulich gelevelt, dass ich... Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Balar. Carveretende. Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer. Rache ist nicht unser Anna. Dorkate je Alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Ich glaube das erste. Wild, Aleke, Il, Egalit. Das war's falsch. Inkal, Aver, Ikel, Ulgehege. Ich glaube, das war das dritte. Ich hab mir wieder immer nicht. Ich hab mir immer nicht aufgepasst. Verdammt, Axi Geralt, Axi! Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Und dann sagte er sowas wie, wollen mal sehen, wem hier nach Scherzen zumute ist. Wieso? Was habe ich gesagt? Du wolltest den Hut seiner Tante haben. Das war die Hauptaussage. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber und sie pumpen sich auf. Hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Hab ich nicht vor. Da steht doch schon mal nicht. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Wer bist du denn? Ja? Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. War das... Wer war denn das? So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. War das der Typ, der da Karten gespielt hat? Dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ja. Wie bist du hier reingekommen?
Lange Geschichte. Wir sollten uns auf Nützlicheres konzentrieren. Wie man dich vom Schiff kriegt, zum Beispiel. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Ah, doch. Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr, als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine... Ich weiß echt nicht, wer er ist. Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yandra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Aha, Kaufmann, so. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Nett. Der Mann scheint mehr zu sein, als er zuvor gibt. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Aha. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Oh, da hat jemand einen mächtigen Sturm heraufbeschworen. Interessant. Na gut, den guten Mann hat es dann wahrscheinlich entschärft. Dem anderen Typen. Naja. Wenn alles vorüber ist? Na, bin ich aber die Frage, was für ein Pakt mit dem Teufel ich hier eingeschlossen habe. Jetzt natürlich die Frage, ist der gute Mann tatsächlich nur ein Mensch, Magier? Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Oh, nett. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Aber so das Kampfverfahren sind die Burschen aber nicht. Oh, ein Magier. Na gut, erstmal Quen werfen und dann... Warte mal, das, ach nee, das habe ich gerade nicht drin, schade. Sonst hätte ich das... Mann, jetzt hätte ich mein lustiges Axi-Zeichen sehr gebrauchen können. Oder okay, die hauen wir mit Igni um, da hilft ja alles nichts. Vor allem gerade die Sperrtypen hier, die sind sonst, glaube ich, ein bisschen lästig. Alter, sind das viele. Habe ich meine Tränke? Ich habe meine Tränke noch. Das ist ja schön. Was für ein Schwert hier habe ich eigentlich gerade? Warte mal, kann ich meine Rüstung wieder anziehen? Habe ich die bei? Warum ist das eigentlich nur ein überlegenes Bärensilberschwert? Hä? Hä? Kann das sein, dass das Spiel wie ein Savegame zurückgegangen ist? Weil eigentlich müsste das ein meisterhaftes sein. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich ein meisterhaftes Silberschwert habe. Ach, der Magier portet sich immer von A nach B. Naja, gut, dann... Ja, wahrscheinlich... Achso, ich könnte doch einfach wegrennen. Nee, das machen wir nicht. Achso, ich soll mich... Der Spiegelmeister von, das kommt mir bekannt vor. Also der Magier möchte scheinbar nicht mit mir reden. Okay, dann gut, dann möchte ich... Dann rede ich auch nicht mit dem Magier. Weil, wie leicht Geralt die ersten beiden Typen besiegt hat und jetzt... Ja, der Magier möchte nicht mit mir reden, so wie es scheint, oder? Kann ich den vielleicht irgendwie... Ne, glaub nicht. Oder? Kann ich den eventuell... Ah, der hat nicht mal einen Lebenspunktebalken, der Magier aus Ophir. Okay, alles klar, den kann ich... Den werde ich dann wahrscheinlich nicht, der wird mich wahrscheinlich verfluchen nach Hause porten. Nehme ich mal stark an, sobald hier seine 115 Leute tot sind. Die übrigens bald mal ihr Schild fallen lassen können. Was? Ich verzichte. Ach, jetzt ist... Ach, der hat doch einen Lebenspunktebalken, nur einen ganz großen. Das sehe ich jetzt erst. Ich bin blind. Okay, dann machen wir es mal ganz einfach hier.
Dich nehmen wir raus. Verdammt, ich sollte ja einfach draufhauen, bis er keine Ausdauer mehr hat, oder? Oh, jetzt habe ich auch so den anderen getroffen. Ah, siehst du, so könnte ich es auch machen, da müsste ich ja kombinieren. Das. Verdammt, der andere Typ ist fertig. Naja, mach mal hier. Also solange ihr hier euch mir abwendet, ist das. Oh. Achso, der Magier bringt seine eigenen Leute um. So, mein lieber Magiermeister, jetzt komm. Aua. Jetzt liegt da richtig los hier, warte mal. Dann werf mal ein paar Sprüche auf mich rauf, aber bitte nicht im Knie hoch im Wasser, weil da kann ich nichts machen. Na, wie dem auch sei, den Magier können wir auch in der nächsten Folge besiegen, wenn es ja wieder heißt Witcher 2, 3, Whitehand. Aua. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.